Hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Hallo, YouTuber. Hallo, Leute. Hallo, ihr alle da draußen. Ich bin keiner, der ein Influencer ist. Ich habe auch nie ein Video gemacht. Aber ich habe festgestellt, dass es keine Beschreibung über dieses Gerät hier im Netz gibt. Jedenfalls keine Videos. Also dachte ich, machst du mal ein Video darüber. Ich habe hier nämlich einen sogenannten Favi-Prüfer. Dieser Favi-Prüfer oder Röhrenprüfer oder Röhrenmessgerät wurde irgendwann in den 1948er Jahren gebaut, vielleicht ein bisschen später, vielleicht vorher, aber so ungefähr ist so das Baujahr von seinem Teil. Und dieses Gerät ist dafür da, um Röhren, verschiedene Röhren zu prüfen auf Funktion. Sprich Heizdraht, dann die Betriebsspannung, Steilheit und den Strom, der an verschiedenen Kontakten fließt. Also ich bin da jetzt kein Experte. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Vor allen Dingen, was hier auf dem Deckel steht, das ist schon sehr hilfreich. Im Netz könnt ihr übrigens genau herausfinden, ich will das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber was man hiermit machen kann, ich lese euch das mal ganz kurz durch. Also Durchführung der Röhrenprüfung. Man kann also den Heizfaden prüfen, Strom messen, Vakuumprüfung kann man machen und die Steilheitsprüfung. Man kann also, was dieses Gerät von den anderen Geräten heraushebt, man kann verschiedene Prüfungen auf sein Limit bringen, indem man zum Beispiel hier die Gitterspannung verändert, na, oder die positive Spannung hier verändert. Also man kann hier da erstmal die Programmkarten reintun, die wir hier oben in diesen kleinen Fächern drin haben. Es gibt verschiedene Programmkarten. In diesem Fall sind so ungefähr 480 Programmkarten. Und dort sucht man sich jetzt zum Beispiel die richtige Programmkarte für die jeweilige Röhre aus, die man prüfen möchte. Ich habe hier jetzt mal ein paar zu prüfende Röhren. Eine Sekunde, ich muss mal kurz mit der Kamera wegschwenken. So. Zum Beispiel diese hier. Das ist jetzt eine AZ11. Eine AZ11. Na, Fokus. Fokus. Was die kann, kann man sich im Netz auch gut anschauen und sich durchlesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Röhre damit mit diesem Prüfgerät hier prüfen möchte, muss ich zuerst einmal hier die Programmkarte heraussuchen. Das tue ich jetzt mal. Also AZ11, die sind alle alphabetisch geordnet, was die Sache auch erheblich vereinfacht. Da habe ich sie auch schon. Also die AZ11. Tue das mal so hin. So. Das hier ist also so eine Programmlochkarte. Wenn man die hier in diese Führungen hier vorne reinsteckt, also hier sind so Löcher genau an diese Stellen, da sind so kleine Pins, größere Pins, sage ich mal, es gibt auch viele kleinere Pins, aber diese beiden größeren Pins sind dafür da, dass die müssen hier in diese beiden Löcher rein. So, wenn ich die jetzt da rein tue. Ungefähr so. Ja, mit der Kamera in der Hand ist das ein bisschen schwierig. So.
Wenn ich die da jetzt rein tue, kann ich diese Klappe hier zuklappen. Mit diesem Hebel könnte ich das jetzt in Betrieb nehmen. Das tue ich jetzt aber nicht, weil ich muss ja erst die Röhre rein tun. Also das hier ist die AZ11. Das hat einen Sockel, das nennt sich übrigens Stahlsockel, der passt hier vorne genau rein. So, den kann man da jetzt so in diesen Sockel hereintun, hereinstecken. So, wenn ich jetzt diese Klappe hier zumache und diesen Hebel umlege bis hier oben hin, dann schaltet sich das Gerät ein. Aber bevor ich das mache, will ich euch kurz erklären, wie der Test gemacht wird. Ausgangsposition ist immer dieser Hebel an diesem Quadrat hier. Nachdem man den Hebel umgelegt hat, geht man einzeln hier die ganzen Buchstaben durch. Hier steht zum Beispiel A, B, C, D, E, F und G. Je nachdem, welche Karte man hier reingetan hat, kann man dadurch die verschiedenen Isolationsmessungen durchführen. In dem Fall zum Beispiel habe ich kein A. Jedenfalls nicht für diese Röhre. Ich kann also die Isolation bei D von da nach da messen. Und so weiter. Dann habe ich ein E von da nach da. Ein F von da nach da. Und wenn die Isolation, die kann man dann hier an dieser Anzeige hier, den Isolationswiderstand, den kann man sich hier auf dieser Anzeige hier anschauen. Der müsste dann natürlich, jetzt habe ich es, der müsste dann natürlich unendlich hoch sein, weil wenn da ein Kurzschluss wäre, dann würde diese Anzeige hier in diese Richtung ausschlagen. Solange die Anzeige bei Megaohm-Bereich liegt, wäre das okay. Genau. So. Ich würde sagen, ich starte das Gerät jetzt einmal und würde dann die einzelnen Schritte weiterhin erklären. Hier gibt es nämlich hinten noch einige Strommessungen. Man kann hier in dem Fall, wenn man diesen Schalter hier in diese Position bringt, dann würde man eben den Strom messen hier vorne, die nämlich also von da nach da fließt. Das könnte man auch hier oben an dieser Anzeige hier sehen. Und alle Werte, die für diese Röhre, die wir jetzt eingebaut haben, die kann man sich hier auch ablesen. Das sollte also bei 125 Milliampere liegen, wenn ich mit dem Schalter dahin gehe. Das kann ich hier ablesen, das kann ich dann in dieser Weise auch überprüfen. Ich kann hier einen Vakuumtest machen und den Strom von F in dem Fall messen. Sollte ich auch irgendwas mit 125 Milliampere haben. So, jetzt wollen wir aber erstmal das Gerät einschalten, was ich jetzt damit getan habe. Da wir ja hier uns befinden, müsste das der Faden sein. Also wir überprüfen jetzt in diesem Zustand den Faden. Und wie ihr hier oben ja auch schon sehen könnt, ich muss ja immer mit der Kamera den Fokus erwischen, genau. Also wenn die Anzeige über diesem Quadrat hier hinweg geht, ist der Faden gut, so wie es da oben steht. So, jetzt machen wir die anderen Tests, indem wir mit diesem Drehknopf hier die einzelnen Positionen abfahren, bis wir hier oben wieder ankommen. Und damit wäre dann schließlich auch die Überprüfung abgeschlossen. Also gut, jetzt drehe ich das mal in Position A.
Ich versuche da mal den Fokus zu erwischen. Wartet mal. Naja, gut. So, jetzt habe ich das auf Position A gesetzt. Und ihr habt gesehen, dass die Anzeige hier auf Megaohm-Bereich gekommen ist. Natürlich, weil wir haben hier überhaupt keinen Kontakt oder eine Messstelle von A nach der Kathode, genau. Also gehe ich weiter auf B, es ändert sich hier oben nichts. Wenn ich jetzt auf D gehe, schauen wir mal, was passiert. Auch nichts, was eigentlich ja auch gut ist. Das zeigt nämlich, dass der Isolationswiderstand... Oh, ich sehe, glaube ich, bin bei C. Entschuldigt, Leute, also nochmal auf D jetzt. Jawohl. Jetzt bin ich auf D. Isolationswiderstand ist hoch genug, also passt das. Jetzt gehe ich auf E, F und G. So, jetzt bin ich an dieser Position. Jetzt könnte ich hier den Strom messen, wenn ich noch einen weitergehe. Dann müsste ich 125 mA angezeigt bekommen. Das tue ich jetzt einmal und dann schauen wir uns mal an, was wir angezeigt bekommen. Okay. So. Jetzt stehe ich bei Strommessung und ich soll ja laut dieser Programmkarte 125 mA angezeigt bekommen. Jetzt ist Folgendes zu beachten. Wo sehe ich hier jetzt auf dieser Anzeige die 125 mA? Diese Anzeige muss man sich so vorstellen, die ist einheitenlos. Die zeigt mal 2 Ampere an oder auch 200 mA. Das muss man sich im Hinterkopf behalten, weil diese Programmkarte programmiert das Ganze so um, dass das ständig was anderes hier anzeigt. Das heißt, bei einer anderen Programmkarte mit einem anderen Strom ist das ganz anders zu interpretieren. Das muss man beachten. Also, in dem Fall haben wir hier einen Anodenstrom von 200 mA. Was okay ist. Jetzt könnte ich noch den Vakuum messen und das tue ich, indem ich zwischen Vakuum und diesem Dreieck hier hin und her switche. Laut Aussage von diesem Blatt hier, das auf die Innenseite des Deckels geklebt ist, sollte sich die Anzeige nicht bewegen, wenn das Vakuum intakt ist. Jetzt schauen wir mal, wir werden diesen Knopf jetzt in diese Vakuumposition bringen und von Dreieck zur Vakuumposition hin und her springen. Dürfte sich nicht bewegen, wenn das Vakuum in dieser Röhre intakt wäre. Das können wir jetzt mal machen. Ich gehe jetzt auf die Vakuumposition und auf die Dreiecksposition und wieder zurück auf die Vakuumposition und Dreiecksposition. Also ganz minimal bewegt sich die Anzeige, was als intaktes Vakuum zu interpretieren wäre. Letztens steht hier die Steilheit. Ich könnte jetzt auch die Steilheit der Vakuumröhre prüfen. Und laut Aussage dieser Bedienungsanleitung auf dem Deckel kann man die Messung folgendermaßen machen. Man geht wieder zu dieser Stelle und wieder zurück. Und die Differenz, die hier angezeigt wird, ist als Steilheit zu verstehen. Also, so wie ich das hier jetzt sehe, ist die Steilheit-Differenz fast gegen Null. Bedeutet das, dass jetzt diese Röhre nicht mehr okay ist? Ich weiß es nicht. Jedenfalls als Abschluss geht man wieder in die Position hier vorne und man misst wieder den Faden, der ja, wie wir anfangs ja gesehen haben, okay ist.
Jetzt kann man aber natürlich noch Folgendes machen. Das ist jetzt ein vollkommener Durchlauf gewesen und wir wollen uns jetzt mal diesen Bereich hier angucken, weil ich kann ja hier den Strom, der hier zum Beispiel 75 mA ist, den kann ich ja beeinflussen, indem ich diese Linien hier folge und diesen Regler hier dementsprechend betätige. Das heißt, ich kann den hier übrigens reindrücken. Wenn ich hier rauf drücke, kann ich dann die angezeigten Werte hier auf die Gitter bringen. Das mache ich, indem ich erstmal den Schalter hier auf Strommessung bringe. So. Kurz mal eben kontrolliert, wo ich hier stehe. Ich stehe auf 150 Volt. Dann habe ich hier 135 Volt und 75 Volt auf der Stelle. Das heißt, das ist genau der Strom, den ich hier benötige. Ich kann den ja aber manipulieren, indem ich nämlich das Ding hier reindrücke. Zuvor natürlich auch einen anderen Wert hier einstelle. Sagen wir mal 150 Volt. Ich könnte hier jetzt 150 Volt anlegen an diese Stelle und könnte dort den Stromfluss messen. Das tue ich, indem ich diesen Knopf hier jetzt betätige. Und dann schauen wir uns mal an, was mit dem Strom passiert an der Stelle. Ich hoffe, ihr seht das. Genau, jetzt haben wir es. Also Achtung, ich drücke jetzt und ihr seht, der Strom geht zu gegen Null. Ist ja auch ganz klar, weil wir hier eine ganz hohe Spannung reinlegen. Ich könnte die Spannung jetzt mal ein bisschen erniedrigen. So, weiter absenken. 75. Ach, ja. Jedenfalls, ich weiß es nicht, wie ich das zu interpretieren habe, aber das ist das, was hier steht und so soll man die Prüfung machen. Möglicherweise ist die Röhre auch nicht mehr ganz okay. Wenn ich hier jetzt drauf drücke, geht der Strom hier direkt runter. Gut, wenn ich den Test abschließen will, muss ich hier erstmal wieder in die Ausgangsposition. Und dann kann ich das Gerät abschalten, indem ich diesen Hebel wieder herumlege und diese Klappe hier öffne. So kommt die Programmkarte zum Vorschein. Das Gerät ist schon aus. In dem Moment, in dem ich das hier hebe, ist alles wieder aus. Wir versuchen jetzt mal Folgendes. Ich muss das mal hier alles wieder reinigen. Wir nehmen jetzt mal eine. Oh, heiß. So. Wir probieren mal eine andere Röhre. Dafür nehme ich diese CL4 hier. Bei der hier haben wir so einen Anschluss an der Kappe. Die passt übrigens dann natürlich nicht mehr da rein, sondern. Mal kurz schauen. Wartet mal. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich. So. Gut, da passt er rein. Was machen wir jetzt mit der Kappe? Die muss angeschlossen werden. Dafür habe ich hier einen separaten Anschluss, ein Anschlusskabel. Gehe ich mal hier oben ran. Hier muss an diesen Kontakt laut Bedienungsanleitung. Ups, ist mir rausgesprungen. Also wieder ran tun. Und da das eine CL4 gewesen ist, müssen wir natürlich die passende Karte dafür finden. Da schauen wir uns nochmal hier die Karten an. CL2, CL4. Sehr schön, da haben wir sie auch. Also. CL4, da sieht man auch so eine kleine Grafik, die uns zeigt,
wie diese Röhre aufgebaut ist. So, tue ich sie da wieder rein in diese Führungen da oben. Klappe zu, Hebel um. Und wir messen in dem Moment schon die Faden. Den Faden. Der ist okay. So, jetzt kann ich hier wieder von A bis G die Isolation messen. Und wir haben hier in dem Fall jetzt natürlich A bis F in dem Fall. Dann schauen wir mal, was passiert. Okay. D, E, F, G. Alles gut. So, weiter zur Strommessung. Ja, der Strom, der ist noch auf 0. Das liegt daran, weil der ein bisschen braucht. Eine gewisse Vorwärmzeit braucht diese Röhre. Und jetzt sehen wir, dass der Strom auf seine 4 mA gestiegen ist. Nochmal hier der vorgegebene Wert und der tatsächliche Wert. Der ist bei 4, was ist das? 4,2, 4,3, 4,4 ungefähr, glaube ich. Ja. Genau. Sehr schön. Also der Strom hier an der Stelle ist genau das, was diese Röhre auch haben muss. Jetzt messen wir nochmal den Vakuum. Aha. Hier in diesem Fall scheint der Vakuum nicht okay zu sein. Jedenfalls nicht 100%. Die Steilheit können wir noch kurz messen. Und das sollte natürlich nicht passieren. Da ist mir das Kabel hier abgegangen. Ich tue es mal wieder ran. Hoffentlich ist die Röhre jetzt nicht kaputt dadurch. Aber ich habe es auch gleich wieder abgeschaltet. Okay. Also machen wir das mal neu. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten, bis das wieder aufgeheizt wird. Gehen wir nochmal zurück.